Liebe Freunde von Ort und Wort, mit Thomas Mann spazieren zu gehen, ist immer ein Gewinn. Im Münchner Herzogpark können wir auf der alten Föhringer Allee, heute Thomas-Mann-Allee, an der Isar flussabwärts gehen. Das berühmte Idyll Herr und Hund aus dem Jahr 1919 lädt noch immer dazu ein. Es beginnt so frohgemut, wenn das schöne Wetter und die Disziplin des Autors so zusammenstimmen, dass wir gleich hören, was das Wesen der gesunden Lebensführung ist. Genügend Schlaf und frühe Bewegung. Wenn die schöne Jahreszeit ihrem Namen Ehre macht und das Tirili der Vögel mich zeitig wecken konnte, weil ich den vorigen Tag zur rechten Stunde beendigte, gehe ich gern schon vor der ersten Mahlzeit und ohne Hut auf eine halbe Stunde ins Freie, in die Allee vorm Hause oder auch in die weiteren Anlagen, um von der jungen Morgenluft einige Züge zu tun und, bevor die Arbeit mich hinnimmt, an den Freuden der reinen Frühe ein wenig teilzuhaben. Er pfeift zwei Töne, Grundton und tiefe Quart, sagt er, und wenn ich mich umwende, sehe ich Bauschan in vollem Lauf um die rückwärtige Hausecke biegen und gerade auf mich zustürzen, als plane er, mich über den Haufen zu rennen. Bauschan, das ist die norddeutsche Abkürzung für Sebastian. Und der heilige Sebastian, der Haltung im Schicksal, Anmut in der Qual zeigt, war schon für Gustav von Aschenbach in der Novelle vom Tod in Venedig das schönste Sinnbild, wenn nicht der Kunst überhaupt, so eben doch gewiss der hier in Rede stehenden Dichtkunst. In Herr und Hund gibt es viele dieser Bezüge auf die Vorgängernovelle. Nun aber gehen wir mit Thomas Mann und Bauschan aus dem Garten ins Freie. Rauschen wie das des Meeres umgibt uns, denn mein Haus liegt fast unmittelbar an dem schnell strömenden und über flache Terrassen schäumenden Fluss, getrennt von ihm nur durch die Pappelallee, einen eingegitterten, mit jungem Ahorn bepflanzten Grasstreifen und einen erhöhten Weg, den gewaltige Espen einsäumen, weidenartig bizarr sich gebärdende Riesen, deren weiße, samentragende Wolle zu Anfang Juni die ganze Gegend verschneit. Und auch wenn das Haus sich inzwischen in einen stattlichen Nachfolgebau verwandelt hat und wir nur noch das Rauschen des mittleren Rings hören, so sind doch die erwähnten Bäume und Pflanzen heute alle noch vorhanden. Es mag 19:30 Uhr sein, im Sinne des Gesetzes, fährt Thomas Mann fort, wenn ich so ausgehe, in Wirklichkeit also 6:30 Uhr. Gemeint ist die Sommerzeit, die im Deutschen Reich mitten im Ersten Weltkrieg am 30. April 1916 eingeführt wurde. Vom Krieg spüren wir in Thomas Manns Idyll jedoch fast gar nichts. Ich gehe, die Arme auf dem Rücken, im zarten Sonnenschein die von den langen Schatten der Pappeln schraffierte Allee hinunter. Ich sehe den Fluss nicht von hier, aber ich höre seinen breiten, gleichmäßigen Gang. Gelinde flüstert es in den Bäumen, das durchdringende Zirpen, Flöten, Zwitschern und schluchzende Trillern der Singvögel erfüllt die Luft. Unter dem feuchtblauen Himmel steuert ein Flugzeug von Osten kommend, ein starr mechanischer Vogel mit leise an- und abschwellendem Dröhnen über Land und Fluss hin seine unabhängige Bahn. Und Bauschan erfreut mein Auge durch schöne gestreckte Sprünge über das niedrige Gitter des Grasstreifens zur Linken, hinüber und herüber. So geht es los, das erste von 5 Kapiteln. Geschrieben wurden sie von März bis Oktober 1918, also noch im Krieg,
und erscheinen sollte das Idyll als kostbare Luxusedition, illustriert von Emil Praetorius in 120 Exemplaren zur Unterstützung bedürftiger Schriftstellerkollegen. Im Frühjahr 1919 erschien Herr und Hund dann, ganz ähnlich wie Der Tod in Venedig, in zwei Ausgaben. In der Luxusedition des Schutzverbands Deutscher Schriftsteller und in der allgemeinen Ausgabe des S. Fischer Verlags zusammen mit dem Gesang vom Kindchen. Auch die späteren Einzelausgaben von Herr und Hund erschienen mit Illustrationen. So die von 1925 von Georg Rösner, die den Hühnerhund Bauschan vermutlich am authentischsten zeigt, und das Taschenbuch von 1955 mit den Zeichnungen von Gunther Böhmer. All diese Ausgaben sind derzeit zu sehen in der Ausstellung Treue Freunde, Hunde und Menschen im Bayerischen Nationalmuseum, soeben erst bis zum 13. September verlängert. Das tolle Plakat zeigt den Mops Siegfried des Malers und Zeichners Thomas Theodor Heine. Der Mitbegründer des Satireblatts Simplicissimus hatte für dessen Markenzeichen die Bulldogge, die sich von der Kette losreißt, einen seiner Möpse als Modell gewählt. Im Katalog zur Ausstellung erfährt man, was Hunde für Thomas Mann bedeuteten, wie sie ihn ein Leben lang begleitet haben. Von Titino, den der 22-Jährige auf einem Heuhaufen in Palestrina bei Rom gefunden hatte und der in der Novelle Tobias Mindernickel ein böses Ende nimmt, über den verrückten Collie Motz, der als Percy oder Percival seine Auftritte im Roman Königliche Hoheit durchbellt, bis zu Bauschan, der zwischen Bad Tölz und München sowie dem Vorkriegszauberberg und dem Nachkriegszauberberg ebenfalls hinüber und herüber springt, bevor ihn die Staupe im Januar 1920 dahinrafft. Noch zweimal werden Hunde bei Thomas Mann in Literatur verwandelt. Im dritten Josef-Roman, Josef in Ägypten, soll ein Hundeopfer einen kirrenden Liebeszauber begünstigen. Und in dem Mittelalter-Roman Der Erwählte muss der treue Spürhund Hanegif dran glauben, als er spürt, wie sich zwischen den Geschwistern Sibylla und Willigis ein Liebesverhältnis anbahnt. Kehren wir aber noch einmal zurück zu Herr und Hund und beobachten die beiden, wie sie da am Ufer der Isar sitzen, der Herr auf einer Bank, der Hund auf dem Fuß seines Herrn und wie der Hund sich dabei merkwürdig verwandelt. Es ist so still, dass wir beide uns still verhalten. Sehr abgedämpft dringt das Rauschen des Flusses hierher. Da werden die kleinen und heimlichen Regungen in der Runde bedeutend und spannen die Sinne. Das kurze Rascheln einer Eidechse, ein Vogellaut, das Wühlen eines Maulwurfs im Grunde. Bauschans Ohren sind aufgerichtet, soweit eben die Muskulatur von Schlappohren dies zulässt. Dann legt er sich nieder, wobei er jedoch die Berührung mit meinem Fuße wahrt. Er liegt im Profil gegen mich, in der uralten, ebenmäßigen und tierisch-idolhaften Haltung der Sphinx, Kopf und Brust erhoben, die vier Oberschenkel am Leibe, die Pfoten gleichlaufend vorgestreckt. Der Hühnerhund wird zur Sphinx, wie die Wächter am Nordfriedhof, von denen im Zimmerspaziergang Nummer 6 anlässlich des Tod in Venedig die Rede war. Bauschans Verwandlung ist auch kein Wunder, denn, wie hieß es noch gleich von dieser Landschaft am Fluss, das ist kein Wald und kein Park, das ist ein Zaubergarten, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt sogar ein Buch dazu, Im Zaubergarten, Thomas Mann in Bayern. So können wir uns heute mehrfach darin ergehen, in diesem Zaubergarten, im Idyll Thomas Manns, im Buch dazu, im Herzogpark mit oder ohne Hund. Kommen Sie wieder. Beim nächsten Mal reisen wir erneut an den Starnberger See und hören in Feldafing im Hotel Kaiserin Elisabeth Enrico Caruso singen. Mit einem Abonnement der Spaziergänge sitzen Sie dabei sicher
immer in der ersten Reihe.